Ich habe 1D-LSD, die legale Version von LSD, fürs Fernsehen genommen. Und weil diese Erfahrung nur 5 Minuten der TV-Show einnimmt, werde ich euch in diesem Video sämtliches unveröffentlichtes Tripmaterial und Background-Infos liefern, wie ob ich einen Unterschied zum normalen, illegalen LSD gemerkt habe. In der Fernsehshow Never Ever beschäftigt sich die Protagonistin Nega Amiri mit unterschiedlichen Themen wie Schönheits-OPs oder Psychedelika. Am Schluss der Folge muss sie sich dann immer entscheiden, ob sie die Sache, mit der sie sich beschäftigt, dann auch selber macht. Und weil sie sich in der Psychedelika-Folge gegen das Selbstexperiment entschied, wurde ich gefragt, ob ich denn für die Folge live vor Kamera trippen möchte. Ich sagte zu, vor der Kamera 80 Mikrogramm 1D-LSD zu nehmen, eine Prodrug zu LSD. Prodrug von LSD bedeutet, dass die Substanz im Körper zu LSD umgewandelt wird, aber der Vorteil ist halt, dass 1D-LSD völlig legal im Clear Web erhältlich ist. Psychedelika sollen sich ja auch für therapeutische Zwecke eignen, weshalb ich mir für die Folge ein Thema aussuchen sollte, was ich dann auf dem Trip mit meinem zugewiesenen Tripsitter David behandeln sollte. Also bei mir ist immer so ein bisschen so das Hauptthema in meinem Leben, wo ich immer so Struggles habe, das Thema Beziehungen, so irgendwas, so quasi inwiefern mit meinen Ex-Freundinnen, ob da irgendwie noch was gibt, was mich noch unterbewusst vielleicht beschäftigt. Und dann auch noch das Thema, dass ich, glaube ich, so das Alleinsein beziehungsweise das nicht in einer Beziehung sein überhaupt nicht gewohnt bin. So also das Gefühl, dass man keine Bezugsperson hat, so mit der man dann sozusagen alles teilt. So, das finde ich schon sehr unausstehlich. Ich bin da irgendwie so, ich weiß nicht wohin mit mir und ich will in der Beziehung, aber ich hatte noch nie die Beziehung, die ich haben will. Gegen 16 Uhr nahm ich dann das 1D-LSD. Cheers, Leute. Ich wünsche dir eine gute Reise. Danke, danke. Und nach einem kleinen Waldspaziergang setzte dann so langsam die Wirkung ein. Ich bin es ja eigentlich gewohnt, vor Kamera zu trippen, aber es ist dann nochmal was anderes, wenn es so richtig fette Kameras mit Mikrofonangel sind. Wo bist du gerade? Es ist einfach alles so absurd, diese komplette Situation. Geil. Ich kam mir da schon irgendwie so vor wie so ein Zootier. Ein Zootier, das richtig coole Sachen sagt. Es wäre viel lustiger, wenn alle am Trippen wären, ihr Loser. Das sollen 80 Mikrogramm gewesen sein, das glaube ich aber nicht. Ach, das fühlt sich mehr an, oder was? Es ist schon krass, Leute. Aber wie fühlst du dich gerade? Witzig. Witzig. Es ist alles. Die Welt ist krass, Leute. Das ist ja das Hauptding. Das ist ja das Hauptding, dass einfach alles faszinierend ist und man vergisst zwischenzeitlich, dass alles faszinierend ist. Und das ist das Ding. Das ist das Ding, man vergisst zwischenzeitlich, dass alles faszinierend ist, obwohl eigentlich immer alles immer faszinierend sein könnte. Ich habe Angst, dass es Leute gibt, die dann in diese Fährte reingehen und sich denken, das macht sie glücklich und dann ist es halt nicht so der Fall. Was macht dich denn glücklich? Was macht mich glücklich? Drogen! Freunde, Familie, Jokes, Essen, Philosophie, Mathematik, Muster, Schönheit, Natur, Wald, Geld, Universum, Titten, Fotze, Sex. Anal. Willst du malen? Wo ich malen will? Mhm. Ja. Werner, servus Werner. Werner, Röhrig. Man muss den Pfad der Liebe gehen. Das ist einfach. Eckhart Tolle hat's verstanden. Schau mal, wo wir jetzt sind. Wir haben einfach alles richtig gemacht. Und du auch. Schau mal, Leute, wo wir alle hier sind. Wir haben alles richtig gemacht. Aber ich habe natürlich auch richtig viel Müll gelabert. Ich bin gerade die Kamera, die mich filmt. Hör mir auf. Ich habe Dinge gesagt, die mir dann so ein bisschen peinlich am nächsten Tag waren. Auch beim Schneiden von den ganzen Tripaufnahmen dachte ich mir so, holy shit,
was der David, mein Tripsitter, sich da alles für einen Müll anhören musste. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich zu viel Scheiße rede. Wie viel Scheiße habe ich geredet? Aber ich habe das Gefühl, das ist auch eine Leidenschaft von mir. Von dem her auch echt ehrenvoll von den Cuttern, dass sie da in die finale Folge keine Szenen reingeschnitten haben, wo ich wie der größte Spinner rüberkomme. Zum Glück kann ich das dann nämlich jetzt machen. Ich muss euch auch was Wichtiges sagen. Interstellar ist der beste Film aller Zeiten. Lasst euch von niemandem was anderes erzählen. Es hat ja einen Grund, warum ich ihn mir 5-mal im Kino angeschaut habe. Oh Mann, seid ihr dumm. Habt ihr nicht zu 5-mal im Kino angeschaut? Oh Mann, ihr Idioten. Echt, habt ihr es verpasst? Naja, kann passieren. Und für einen guten Spinner gehört es auch dazu, während des Trips die Corona-Politik zu hinterfragen. Ich war mir da nochmal auf einer tieferen Ebene sicherer, dass das, was da abgelaufen ist, nicht in Ordnung war. Es ist viel mehr, es ist was Spirituelles. Wir brauchen uns jetzt gegenseitig nicht irgendwelche Studien miteinander austauschen, um zu wissen, dass das, was da abging, einfach völlig gegen die Menschlichkeit war. Also. Das ist mir so klar wie noch nie zuvor. Zieht eure Masken an. Ich habe dann immer so Gedanken wie, boah, auf so einem LSD-Trip würden das alle Leute checken. Aber so ist es wohl nicht. Manche Sachen fühlen sich auf einem Trip an wie eine tiefe Wahrheit. Auch wenn man auf so einem Trip häufig einfach nur seinen eigenen Bias verstärkt. Weshalb es gut sein könnte, dass ich, was Corona angeht, völlig falsch liege und Dinge wie 2G, die einrichtungsbezogene Impfpflicht, ein Akt von Vernunft, Demokratie und Humanität waren. Kommentiert mal, welche Meinung zur Corona-Politik ihr auf Trips hattet. Gibt es da wen von euch, der während dem Trip Gedanken hatte wie, wie können manche Menschen nur gegen die Impfpflicht sein? Die Maskenpflicht ist so geil. Einer der faszinierendsten Aspekte von LSD-Trips ist, dass man während des Trips Musik immer mit völlig neuen Augen sieht. Meistens kommt es mir dann so vor, als würde ich genau wissen, was der Künstler sich bei der Erstellung des Songs gedacht hat. Also das ist so quasi der Kontrast zwischen, glaube ich, dem Menschen und dem Universum. Und man fühlt auf LSD die Musik einfach so hart. Ich habe während des Trips zur Musik teils übelst abgeraved. Teils habe ich aber auch in einem ruhigen, meditativen Zustand die Message der Musik auf mich wirken lassen. Das ist ja gar kein Deutsch. Ich schneide in meine Trip-Videos ja immer viel so Szenen, wo ich irgendwelche alberne Sachen in die Kamera sage, aber so ein Trip ist bei mir eigentlich eher geprägt von so Momenten, wo ich in der Stille tief in mich gekehrt bin. Beim Höhepunkt des Trips bin ich einfach nur mit Augen zu, mit meinem Kopf in das Couchkissen gepresst, dagelegen und habe die LSD-Show genossen. Diese ruhigen Momente sind bei mir auch meist die intensivsten, überwältigendsten Momente. Viele Leute sehen jetzt nur die Videoaufnahmen und denken sich, ah, wie geil, das sieht ja richtig spaßig aus und wenn es legal ist, bestelle ich mir da einfach mal was im Internet und gönne mir das. Wenn man so eine Erfahrung noch nie gemacht hat, unterschätzt man sehr häufig, wie intensiv so eine Erfahrung ist. Selbst 80 Mikrogramm waren jetzt nicht ohne... Dafür, dass es nur 80 Mikrogramm waren, da war ich schon so in meiner eigenen Welt, so. Seid echt fucking vorsichtig, solche Substanzen können unter anderem Psychosen auslösen. Nehmt den Konsum nicht auf die leichte Schulter. Falls ihr euch nach reichlicher Überlegung dafür entscheidet, das Risiko einzugehen, achtet auf ein gutes Set und Setting. Hierfür empfehle ich natürlich völlig unvoreingenommen meine Open Mind Trip Box 3000, eine Überraschungskiste mit lauter Dingen, die während einem Trip sehr geil kommen. Und erwerbt das 1D-LSD von einem vertrauensvollen Online-Geschäft. Vielleicht gibt es da auf meinem Telegram völlig neutrale, unvoreingenommene Empfehlungen. Da gibt es dann auch einen Special-Rabattcode zur Tripbox. Was du alles verpasst hast, ich sag's dir. Was habe ich verpasst? Ja, halt hier dieses Erlebnis. Das war einfach nur heftig. Obwohl Neger jetzt selbst keine Erfahrung mit Psychedelika hatte, waren ihre Vibes während des Trips sehr angenehm, was denke ich auch daran liegt, dass sie sich krass mit Spiritualität beschäftigt. Häufig ist es so, dass nicht erfahrene, nüchterne Leute bei Trippenden sehr unangenehme Vibes auslösen. Trotzdem war ich aber während des Trips fast immer mit David alleine, ohne Neger und ohne Kamerateam.
David war auch wirklich einmal ein perfekter Tripsitter, der mir geile Denkanstöße gab. Und er zeigte mir auch sehr viel Musik, die ich noch nicht kannte, die während einem Trip epic kommt. Hier besprechen wir am Morgen nach dem Trip, inwiefern mir die Erfahrung mit Davids Hilfe als Therapie dienen konnte. Hast du da irgendwelche Einsichten? Der Satz ist gefallen, dass ich auch zu diesem Teil des Lebens, wo ich jetzt Single bin, ja sagen muss, quasi, weil ich innerlich so ein bisschen so eine Widerstandshaltung habe zu diesem Teil meines Lebens. Wow. Das Ding ist, manchmal hat man sozusagen so Einsichten, die eigentlich jetzt nicht so deep sind. Man denkt sich so, da hätte man ja auch nüchtern drauf kommen können. Aber wenn man so auf so einer Substanz so das spürt, dann spürt man es auf einer anderen Ebene und kann es dann, denke ich, so eher in seinen... Aber es ist ja schon Mindset die ja sagen. Also dieses Ja ist zwar einfach, aber dieses, ich habe Gänsehaut gehabt ist sofort. Weil es so echt, oder was? Ja. Weil 80 Mikrogramm sind für mich so die perfekte Dosis für eine Erfahrung, die zwar intensiv ist, aber trotzdem nie eine Schwelle überschreitet, wo man so komplett den Bezug zur Realität und weltlichen Dingen verliert. Bei höheren Dosierungen redet man, sofern man überhaupt noch reden kann, darüber, was Existenz überhaupt ist, nicht über die Corona-Politik und Ex-Freundinnen. Während der Erfahrung sind mir auch jetzt keine signifikanten Unterschiede zu dem normalen LSD-25 aufgefallen. Für mehr Infos zu 1D-LSD, die ich hier nicht geben will, checkt meinen Telegram-Account. Ich kann es euch auch empfehlen, die ganze Folge der TV-Show anzuschauen. Da seht ihr noch, wie ich mit Neger nur durch Atmen high werde und coole Interviews und Sketche. Auf dem empfehlenswerten Kabal Psychedelische Reise von Max findet ihr einen Erfahrungsbericht von einer höheren Dosis 1D-LSD. Boah, in diesem Video habe ich euch echt viele Aufträge gegeben, also... Das hier sind alles gute Dinge, die ihr jetzt machen könnt, falls ihr den Überblick verloren habt.